Sie ist endgültig angekommen auf Schalke. Die Gewissheit, dass es in dieser Saison nun nichts mehr zu holen gibt, außer den Klassenerhalt. Nach dem Pokalaus gegen Bremen bleibt einzig die ungemütliche Realität des Abstiegskampfes und die Enttäuschung. Nicht nur die Spieler. Ich war auch enttäuscht. Ja, wenn du so gut spielst, ja, wie wir teilweise im Spiel getan haben, dann ist es enttäuschend, dass du dich nicht belohnst. Ja, und das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Und die Jungs waren auch geknackt. Aber ich habe auch direkt wieder nach dem Spiel gesagt, ja, es kann nicht sein, ja, dass wir zugeben, du musst da wieder raus. Wir haben ein gutes Spiel absolviert, wir haben Fehler gemacht und ja, eine gute Mannschaft straft dich dann. So wie Werder es getan hat und Frankfurt es tun könnte, der nächste Gast im zweiten Heimspiel in dieser Woche. Huub Stevens jedenfalls greift weiter hart durch und versetzt Hamza Mendil in die U23, so wie zuletzt Nabil Bentaleb. Hamza ist es doch, ja, auch um disziplinäre Maßnahmen, dass er bei die unter 23 ist. Auch der. Ja, bekommt eine zweite Chance, wenn er die Tür wieder öffnet. Bis zum Wochenende, sprich bis zum Spiel gegen die Eintracht, wird die aber sicher geschlossen bleiben. Huub Stevens und Schalke, was bleibt, ist der Bundesliga-Abstiegskampf.